der Bus ist angekommen. Hier in Rosenheim. So, der Bus ist da von Samuel Eckert und Bodo Schiffmann hier in Rosenheim. Da scheinen schon Leute versammelt zu sein. Da ist er, der Riesenbus. Und hier stehen die Leute einfach alle nur rum. Da steht er und will rein oder auch nicht. Auf jeden Fall. Bis gleich, wenn es soweit ist. Das ist ja der Riesenbus. Servus. Ja, hallo Brasil. Hallo.
danke, passt euch. Wird, wird spannend jetzt. Ja, ich bin so frei. Nach der Innenerzählung sind noch 50 Minuten hier. Ja, 40 Minuten. Ja, ich auch. Wir müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung anziehen, sonst werden wir hier Fälle um. Das machen wir. Hi, servus. Ich glaube, das sind die Ja. Jetzt sind eigentlich auch. Ach, du schon wieder. Hey, jetzt sind wir schon wieder.
haben daraufhin beschlossen, wir werden hier keine Versammlung durchführen. Wir vier werden jetzt durch Rosenheim spazieren. Wir werden uns Rosenheim angucken, das ist erlaubt. Mit 1,50 Meter Abstand muss niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wir werden jetzt durch diese Stadt gehen. Hier findet keine Versammlung statt. Hier wird keine Versammlung eröffnet. Und damit gelten auch hier keine Auflagen. Vielen Dank. Das
Die Hampelmänner laufen sind dann an der ganzen Ente. Spazieren geht der mal ja noch. Ja. So viel Freiheit. Außerdem ist es wieder schön. Ich habe jetzt schon eine Nachricht, viel Spaß, wir sind live dabei. Ja. Thank you.
folgen. Wir können aber so mit dem Lärm selber auch irgendwas rufen, damit die Leute ein bisschen Zeit haben. Hier wird auch eine Seitenstraße abgesperrt, so dass man einfach nochmal weiterkommen muss. Jetzt kommen schon wieder welche angerannt. Wie die Irren kommen es angerannt. Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden!
Freiheit, keine Diktatur! Freiheit! Achtung, Achtung, Blaulicht! Ja, Spinni oder was? Frieden, Freiheit! Ach so, ein windiges Büssle. Ein windiger Bus kommt noch an. Gehindert hat und ich war hier bei einem Freund, der mir seine Wohnung zeigen wollte.
Es gibt keine Rechtsgrundlage, uns zu hindern, weiter zu laufen, wenn wir 1,50 Meter Abstand einhalten. Ich fordere die Polizei auf, die Straße frei zu machen, damit freie Bürger in einem freien Land sich frei bewegen können. Und ich fordere die Polizei auf, das Infektionsgeschehen hier zu entschärfen, weil jede Verzögerung zu einer Verzögerung des Infektionsgeschehens führt. Werner, an!
auf Wiedersehen. Zurück, wir gehen wieder retour. Es ist so einfach. Hier ist doch einer von der Antifa. Das ist alles klar. Das ist ja unser Antifa-Sprecher. Was ist das da? Das machen sie Angst. Angst, schön Angst machen. Diese Versammlung ist aufgelöst, sagt er. Sollten Sie nicht oder nicht oder nicht oder schon oder? Wird nicht gemeldet. Das könnt ihr Arschlöcher. 15:29 Uhr. Ja, genau. Los, 1933 haben wir ja auch festgelegt. Ich bin doch in einer Welt, wo wir ein bisschen Freistaat haben. Ich bin doch in einer Freistaat Bayern. Ich bin doch in einer denn hier? Da war offen. Nein, die gehen aber alle. Ich bleib bei der Masse. Alle gehen schön wieder zurück, schön drauf. Jetzt kommen die wieder. Jetzt kommen wieder Einheiten nach vorne, oder wie? Wieder alle nach vorne. Ja.
ein Hund hin, dass die Nummern haben, aber alle dieselbe. Was soll das bringen? Du kannst doch nicht runter. Oder die Polizeikette. Oh, Wahnsinn! Nein, was soll ich denn? Friedenfreiheit, Demokratie! Und wo sollen wir jetzt hin? Steckt der schon wieder da? Ja, da vorne links war er. Wir haben uns jetzt durchgerichtet, um der Polizei, 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 wir
leiser. Stellen Sie noch mehr auf. Jetzt spinnen Sie. Die Rosenheimer Cops. Das ist doch die Scheiße. Frieden, Freiheit, Demokratie, Liebe, Harmonie.
Berg umher. Und ihr müsst auch ohne uns das hinkriegen hier sein. Geht doch jetzt wieder an die Hose. Hast du Julia? Yeah.